Skibergsteigen ist eine der ausrüstungsintensivsten Spielformen des Bergsteigens. Man braucht neben der Skiausrüstung, die aus Turnski, Turnbindung, Harscheisenfellen, Stöcke, Skiturnstiefel, braucht man auch noch die Lawinennotfallausrüstung, bestehend aus Schaufel, LVS-Gerät, Sonde, aber vor allen Dingen auch noch die Bekleidung, die nämlich geeignet sein muss für schweißtreibende Anstiege, genauso aber auch wie für steile Tiefschneeabfahrten und für schlechtes Wetter, also Wind und Niederschlag. Bei der Auswahl der passenden Skiturmbekleidung ist es natürlich besonders schwer, hier das Richtige abzustimmen oder das Richtige mitzunehmen. Bewährt hat sich hier eigentlich das sogenannte Zwiebelprinzip. Das heißt, anstatt eine dicke Bekleidung zu wählen, nimmt man lieber mehrere dünne Schichten, die man dann kombinieren kann. Das heißt, für den Aufstieg wird man eher was Dünnes, Leichtes, Schweißtransportierendes anziehen, während für die Gipfelrast dann zum Beispiel ein Windbreaker oder auch was zum Isolieren, also sogenannte Insulation, notwendig ist. Und für die Abfahrt dann auch Bekleidung, die natürlich auch vor dem Schnee schützt oder auch vom Niederschlag mal schützen kann. Für die erste Bekleidungsschicht, dem sogenannten First Layer, hat sich Merino-Wolle bewährt als sogenannte Unterwäsche. Die Merino-Wolle, Naturfaser, hat eben die Eigenschaften, dass es die Feuchtigkeit sehr gut nach außen weiterleitet, aber trotzdem auch noch isoliert, auch wenn sie dann nass geschwitzt ist. Der nächste Vorteil von Merino ist unschlagbar, dass nämlich im Vergleich zu einer Kunstfaser hier nicht diesen üblen Geruch entwickelt, wenn man die Bekleidung mal länger mehrere Tage tragen muss, auf einer Durchquerung zum Beispiel. Als Second Layer hat man dann sogenannte Softshell, also auch noch eine sehr atmungsaktive, relativ dünne Jacke oder Stoff, auch hier Merino. Denselben positiven Eigenschaften. Mit der zweiten Schicht kann man dann eben aufsteigen. Sie ist besonders atmungsaktiv, trotzdem aber windabweisend, sodass man, wenn der Wind dann doch mal bläst weiter oben, nicht gleich zu frieren anfängt. Die trägt man dann eben als zweite Lage, oben als Jacke. Genauso wie als Turnhose. Dann je nachdem, ob man im Frühjahr oder im Hochwinter unterwegs ist, eben kombiniert mit oder ohne First Layer drunter. Dieses Softshell atmet eben besonders gut bei diesen positiven Eigenschaften, dass sie windabweisend ist und die Feuchtigkeit auch nicht aufnimmt und lange hält. Wenn es dann doch kalt wird oder mal oben in höhere Regionen kommt oder der Wind stark bläst, haben wir dann noch Insulation, also die Isolation. Hier gibt es verschiedene dicke Materialien, eben für den Hochwinter im Januar oder wenn man dann Richtung Frühjahr raus unterwegs ist. Und hier haben sich Materialien bewährt, die gut isolieren, aber bei Feuchtigkeit dann nicht eben zusammenkleben, wie zum Beispiel Daune, und dann ihre Isolationsfähigkeit verlieren. Hier haben wir also wieder ein Vlies innen drin, der für die Wärmeleistung sorgt, bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität und auch bei bleibender Isolationsleistung, wenn das Ganze dann feuchter werden sollte. Und die letzte Bekleidungsschicht ist unser sogenanntes Hardshell, also ein atmungsaktives, aber wasserdichtes Material, was extrem windbeständig ist oder winddicht ist. Somit haben wir hier jetzt einen optimalen Schutz gegen starken Sturm, Wind, Niederschlag, aber auch für unsere Tiefschneeabfahrten, wenn wir dann doch mal wirklich schönen lockeren Powder haben, der dann bis zum Hals quasi hochstiebt, dass wir hier dann einfach trocken bleiben. Da haben wir hier eine Hardshell-Jacke, genauso wie zum Drüberziehen in diesem Zwiebelprinzip dann die Hardshell-Hose, die man also auch dann trotz Skiturnstiefel an den Füßen drüberziehen kann, um nachher dann eben diesen Schutz zu haben für die Abfahrt. Bei den Handschuhen empfehle ich eigentlich immer zwei Paar mitzunehmen, also ein paar dickere, wenn es kalt ist, und ein paar dünnere. Zwei Paar auch deswegen, falls ein Paar mal doch nass geworden ist, dann hat man einfach noch ein trockenes zweites Paar, ohne dass man sich dann die Finger erfriert. Man kann natürlich, wenn es besonders kalt ist, auch Fäustlinge noch mitnehmen,
aber da hat man natürlich ein schlechteres Handling. Also meistens reichen ein paar warme Fingerhandschuhe kombiniert mit ein paar leichteren, dünneren Fingerhandschuhen für Skitouren aus. Bei der Kopfbedeckung haben wir entweder Stirnband oder eine klassische Mütze, also die Hauben, wie man so schön sagt. Das ist ein bisschen Geschmackssache, auch temperaturabhängig. Und hier ist vielleicht noch, kann es noch empfehlenswert sein, dass man bei schlechtem Wetter noch zusätzlich eine Sturmmaske im Rucksack dabei hat. Besonders wichtig ist, dass man eine geeignete Sonnenbrille oder Gletscherbrille dabei hat, die man normalerweise im Aufstieg trägt, sodass man eben die Augen schützen kann vor der doch intensiven Strahlung im Gebirge, gerade im Winter. Und für die Abfahrt ist es dann wichtig, dass man zusätzlich noch eine Skibrille dabei hat, um auch bei Sturm oder bei starkem Wind oder Schneefall eben eine gute Sicht zu haben und einfach zu sehen, wo man hinfährt. Wer seine Ausrüstung im Fachhandel bezieht, kann davon ausgehen, dass er auch kompetent beraten wird und somit auch eine qualitativ hochwertige Ausrüstung nachher bekommt.